Um mit dem Panther von Level 12 auf Level 13 zu kommen, müssen wir 12 Gegner in der Satellitenschüssel von Golem Island töten, ohne entdeckt zu werden. 8 Gegner in 40 Sekunden mit MP im Camp Salamander auf Golem Island töten. Und einmal einen Gegner im Nahkampf und einen mit einer MP töten. Also schnell hintereinander. In einer beliebigen Reihenfolge. So, wir befinden uns hier bereits quasi vorm Camp Salamander. Dann schauen wir doch mal, upsala, ob wir das hinbekommen. 8 Gegner in 40 Sekunden zu töten. Feuermodus, check. Alles klar. Wenn wir nicht auf dem Weg dorthin schon sterben, sollte das kein Problem sein. Sag mal, also die ganze Zeit war es still. Ich muss hier das Fenster aufhaben, weil sonst sterbe ich leider den Hitzetod. Und die ganze Zeit war es schön still. Aber jetzt, wo ich die Aufnahme gestartet habe, fängt da draußen natürlich ein Hund an zu bellen. Und ich verliere die Stimme. Warum auch immer. Okay. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Ich sehe nämlich fast nichts. Was ich aber machen kann, ist auf jeden Fall die Herausforderung 3. Einmal Nahkampf. Einmal MP. So, das war gleichzeitig der erste MP-Kill. Das war der dritte. Vierte. Das Problem ist, ich sehe keine Gegner mehr. Vier. Ja, genau, besser mal nachsehen. Fünf. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit schon vergangen ist. Sechs. Wo war das? Oh. Scheiße. Oh, hallo. Oh. Ach Mann, weil die Maus beim Umdrehen an der Tastatur hängen geblieben ist. Weil ich die Tastatur ein Stück zu weit rechts stehen habe, Mann. Es hätte es theoretisch gewesen sein können, aber ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Also ich weiß nicht, ob wir überhaupt im Zeitrahmen waren. So, dann das Ganze nochmal. Wir sind hier, sind wir wieder am Biwak? Ja. Okay, dann gehen wir eben nochmal runter. Immerhin haben wir die dritte Herausforderung schon. In trockenen Tüchern. Ist ja auch schon mal viel wert. Komm schon. Das Nervigste ist eigentlich immer dann wieder hin zur Herausforderung rennen. Tatsächlich geschafft, darüber zu kommen, komplett ohne mich zu verbrennen. Allerdings ist meine Ausdauer jetzt komplett futsch. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Shit. Und die wissen, dass ich da bin. Das keiner diesmal. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir diesmal nichts. Oh Gott, nein, tot. Okay, also definitiv zuerst einsprühen. Vielleicht wäre es aber auch durch den Haupteingang einfacher, weil dort die Gegnerdichte höher ist. Kommen wir einfach an den Haupt... Natürlich ist da kein Biwak jetzt direkt da vorne oder so. Ah, na toll. Da steht aber ein Auto. Da links. Warum sagt mir das keiner? Wo ist das? Auto? Bist du ein Auto? Du bist ein Auto.
So, auf jeden Fall einsprühen. Sehr wichtig. Was war das denn? Vielleicht sollte ich auch nochmal am Biwak rasten wegen der Verletzungsresistenz, aber so schnell wie ich sterbe, macht das nicht viel Unterschied. Oh, geil. Das Problem ist jetzt, dass der Kamerad da vorne nicht zählt, weil ich zu weit weg bin. So, eingesprüht bin ich. Da werfe ich mir gerade eine dahin, eine darüber. Um zu gucken. Da ist keiner? Ach du Scheiße. Eins. Zwei. Hä? Da ist keiner drin? Na toll. Hey. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Vielleicht soll ich mich mal heilen, ausnahmsweise. Oh nö, ist mein Ding ausgelaufen? Na toll. Perfekter Zeitpunkt. Perfekter Zeitpunkt, dass das Spray abläuft. Perfekter Zeitpunkt. Ach man, wie ich diese Zeitlimit-Aufgaben hasse. Da fehlt nämlich eigentlich immer die Zeit, um wirklich bedacht vorzugehen. Vielleicht sollte ich es einfach mal tun. Ich nehme mir nur mal schnell nochmal die Verletzungsresistenz und schaue, ob ich was... Also, das ist ja noch... Oder... Und schaue, ob ich noch irgendwas neu bauen muss. Muss ich nicht. Okay. Das Blöde an dieser Herausforderung ist, dass ich halt nicht die Simultanschussdrohnen nutzen kann, weil ich die Gegner ja mit MP töten muss. Diesmal ich lasse das mal so kommentarlos da stehen. Ich guck mal, dass ich ein bisschen nach rechts fahre. Damit ich vielleicht, naja, vom Baum hängen bleib. Nah genug an den Funker rankomme. Ohne dass der mich sieht. So, und jetzt einsprühen. So. Nah genug rangehen. Ich hoffe, das zählt schon. Eins. Zwei. Drei. Gibt's nicht. Wie soll ich denn da so viele Gegner töten, wenn keine da sind? Ihr wollt mich doch. Oh Mann. 40 Sekunden sind gleich rum. Ich gehe in Deckung. Ich suche mir Deckung. Nee, mach mal nicht. Ah, toll. Prima. Ich meine, wir leben noch, das ist gut, aber... Nichts drauf, Leute. Oh. Zwar fies.
hier keine Blendgranate da reingeworfen? Ne, eine Sprenggranate. Okay. Sag mal, seit wann machen die Kameraden das denn? Also nicht die Kameraden, sondern die Bösen. Wenn ich hier oben reinkäme, ohne entdeckt zu werden. Ohne entdeckt zu werden. Vielleicht. Shit, nein, 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 die sterben jetzt. Ah! Aber wenn ich da oben reinkäme, ohne entdeckt zu werden, dann könnte ich es schaffen, weil von dort aus hat man echt rundrum eigentlich echt gute Sicht. Vielleicht sollte ich nochmal auf die Vityas MP wechseln, weil die genauer ist und eine höhere Reichweite hat. Ich laufe jetzt einfach. Ich glaube, mit dem Fahrzeug ist es auch nicht sehr viel schneller. Wir kriegen das noch hin. Ich meine, wir waren jetzt schon echt gut. Finde ich. Hat halt zeitlich nicht hingehauen. So, einsprühen. Sicher, wen das erzählt. Vergiss nicht. Drei, vier, fünf, sechs, da. Sieben, komm noch ein, hol nur noch ein. Ja, geschafft. Ach ja, schön. Ist nur da hoch. Denn ich habe gesehen, ich habe hier noch eine. Hallo? Ich glaube, ich habe gesehen, dass ich hier noch eine Waffe, einen Aufsatz habe, einen taktischen vertikalen Handgriff und noch 2.500 Scale-Credits. Wenn es geht, würde ich mir die natürlich unter den Nagel reißen wollen. Das könnte hässlich werden. So hässlich wie du? Wow! Warum nutzt er die Spritze nicht? Ah, jetzt. Hallo! Oh, oh. Ein bisschen Pre-Fire. Oh, nee. Ich will wieder so ein... Nee, nicht... Na, von hinten! Wo ist es? Bin verletzt. Das ist very bad. Keine drum. Oh, vier Stück unten, drei Stück unten. Einer kommt hoch, das ist schlecht. Vielleicht schaffe ich es dann noch. Oh, nee, ich schaff's nicht. Oh, shit. Hey, der Witzka war der schnell da. Aber egal, wir haben die Herausforderung geschafft. Die Kiste kann fürs Privatspiel da noch drin bleiben. So, wo war die erste noch? An der Satellitenschüssel, ne? Schauen wir mal. Satellitenschüssel, die ist da links. Hier, ne? Ja. Nächstes Biwak wäre... Theoretisch... da? Aber da ist halt ein Haufen... Ne? Ihr wisst schon. Da ist der Eingang. Ich gehe zu dem Biwak. Da fahre ich einfach da die Straße runter und dann bin ich da. Und dann haben wir es ja. Genau.
Genau. Aber mit dem Auto, was da vorne steht. Jenes welches. Was müssen wir da? 12 Gegner, ohne entdeckt zu werden. Ohne Zeitlimit. Sehr gut. Zeitlimits sind einfach der größte Rotz. In jedem Spiel. Naja, zugegeben nicht in jedem. Im Rennspiel, im Time-Trial-Modus macht ein Zeitlimit schon Sinn. Aber in so einem Spiel ist das einfach ätzend. Hat mir auch vor allem anfangs sehr den Spaß an XCOM 2 verhagelt. Dieses blöde Pseudo-Zeitlimit. Mein Gott, ich muss ja eher an denen vorbeifahren. Also nicht an denen, die jetzt da vorbeifahren. Sondern an den anderen. Aber ich muss mich ja theoretisch nur nah genug hinsterben. So, dann. Perfekt getarnt. Mit der Schneetarnung im Vulkangebiet. Und dann im Waldgebiet. Ich will hupen. Lass mich hupen. Ich will so gerne hupen. Ja, genau. Spring einfach dem Auto entgegen. Das macht sehr viel Sinn. Oh, ich sehe die Straße kaum. Boah. Eieiei, die FPS. 45. Eieiei. Naja, wie gesagt, ich muss mich nur nah genug hinsterben. Schlimmer als ich. Das Ding ist, ich weiß nicht, wann ich da bin. Ich müsste mal auf die Karte gucken. Ah, bin ja schon fast da. Die nächste links abbiegen. Weg da. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Wie geil. Hier wär's, ne? Müsste eigentlich so sein. Mach die Tiger. Ach, das ist das die. Oh, hoppala, die Satellitenschüssel. Uiuiui. In den Busch, in den Busch. Schwer verletzt. Ich finde das so krass, dass er einfach, selbst wenn er komplett tödlich verletzt ist, also so, da, keine Ahnung, 3 Löcher im Körper hat, dass er dann trotzdem noch ganz einwandfrei Auto fahren kann und Motorrad fahren kann und so. Finde ich cool. So, noch ein Schlückchen getrunken. Dann geht's jetzt los. Achso, heilen sollte ich mich vielleicht auch noch. Oder bin ich hochgeheilt? Ja, hochgeheilt bin ich. Gut. Dann einmal einnebeln. 8 Gegner hier zu... Ne, 12 Gegner sind's, ne? 12 Gegner hier zu töten. Sollte kein Problem darstellen. Wir erstmal die da vorne. Ich hoffe, dass die noch mitzählen, wenn da überhaupt welche sind. Sitzt gar keiner da. Okay. Ich finde die Atmosphäre hier cool. Moin, das war Nummer 1. Ich hoffe, dass unsere Buggy-Verfolger nicht mitgezählt haben. Hey, runter, wir werden angegriffen. Oh nee, 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 please, no, 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 no. Oh. Das wären theoretisch 3. Nachsehen, was das war. Ich weiß nicht, ob auch keine Leichen entdeckt werden dürfen, aber 4. Sieht hier halt sonst kaum was, ne? Ohne Wärmebild. Oh, gut, wobei Nachtsicht reicht eigentlich auch aus.
Aber das ist mir jetzt hier sicherer. Können wir noch so ein Ding werfen? Na, guck mal da oben. Keine Ahnung wie viel. 5 oder so? Wer seufzt denn da dauernd? Alter. Die Lichtverhältnisse in dem Spiel, ne, sind manchmal echt ein bisschen. Hey, nix Himmel. Ich hoffe, das hat nicht als entdeckt gezählt. Bitte lass es nicht als entdeckt werden gezählt haben. Von wo kommen die? Kommt von da, oder? Oh, das hier ist dieser Lüttenschüssel, ne? Ja. Oh, die können von oben kommen. Wo hänge ich denn hier? Mein Gott. Hilfe. Ich fühle mich gerade sehr unwohl hier. Oh, da hinten ist eine Kiste. Bitte lass es nicht als entdeckt werden gezählt haben. Ich meine, er hat noch nicht geschossen. Sehe ich die so? Naja, nicht wirklich. Ich hoffe, da draußen läuft keiner rum. Ist hier nix? Irgendjemand hatte doch. Was? Da ist doch was faul. Keine Ahnung, was das war. Aber ich. Nein, Mann, da ist nichts faul. Muss ich einfach töten? Ja, okay, da hätte ich dann hier tatsächlich können die Dingens benutzen. Was ist das für eine Kiste? Eine weiße, okay. Und die Simultanschussdrohnen. Hier ist nichts. Hätte ich. Oh, hallo. Ist da noch irgendwo ein Scharfschütze, der einen Kopf rausstreckt, vielleicht? Nee? Das ist very schade. Aber wo sind die anderen? Da müssen doch noch welche sein. Ich werf mal sicherheitshalber so eine. Komm, ich kann es auch hier hinwerfen. Ich will nur wissen, ob da oben einer steht, der mich dann gleich wegknallt. Nein, tut es nicht. Okay. So, erstmal in Deckung. Jetzt habe ich leider ausnahmsweise kein Klappvisier drauf. Aber geht wohl auch so. Nee, ich will da hoch. Wie viele Gegner waren das jetzt mittlerweile? Ne, ist keiner. Da hinten laufen 2. Ich sehe ihn da oben. Das sitzt hinter dem Ding da oben. Oder nebendran. Sie sind hier. Erhalten Sichtbestätigung. Oh Gott. Bin ich entdeckt oder bin ich nicht entdeckt?
Also wenn ich die Gegner hier getötet habe und es nicht klappt, dann werde ich mich wohl selbst sprengen müssen. Und dann mache ich es nochmal einfach mit den... mit den Simultanschussdrohnen. Nix. Ist ja echt nichts. Nichts mehr. Kein Gegner mehr, gar nichts. Nun. Tja, ihr wisst, was das heißt. Oh, das ist doch noch einer. Okay, so kann ich mich natürlich auch töten lassen. Gut, einen haben wir übersehen, aber es waren die, die wir getötet haben, waren garantiert schon mehr als 12. Es hat sich bestimmt resettet, nachdem der eine uns da entdeckt hat. Also, Zeit für Simultanschussdrohnen. So, aber wo bin ich jetzt genau? Ah, okay, da unten. Also nochmal hin. Ich sprühe mich schon mal ein unterwegs. Und dann... zwei. Drei. Ich weiß nicht, ob die schon zählen, aber... sagen wir mal, sie würden's. Wo ist der Shotgunner hin, der da gerade stand? Warum ist der weg? Ah, der ist da reingegangen. Da steht er. Vier. Gerade mal gucken, ob ich noch schon jemanden da sehe, der durch die Wand wieder kann. Eine Drohne hinschicken? Nee, leider nicht. Oben läuft einer. Oder auch nicht. Vielleicht sollte ich doch mal nur mit dem hier machen. Okay. Du kriegst eine. Sonst ist hier irgendwie niemand. Boah, da kommt der hierher. Was soll das denn? So eine Scheiße. Ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt war, aber. Such einfach weiter. Da hinten latscht einer rum. Oben latscht einer rum. Vier, fünf, sechs, sieben, theoretisch. Sieben oder vier. Das weiß man nicht so genau. So. Ist halt einfach im Dunkeln, ist trotzdem dunkel, ne? Hier ist niemand, okay. Also sieben oder vier. Können es bis jetzt theoretisch gewesen sein. Draußen sehe ich jetzt so nix. Klo ist auch keiner. So, das wären dann also acht oder fünf.
schlechter Ort, schlechter Ort, schlechter Ort. Nein, 10 quasi. 11. Zwölf, nice! Haha! Okay, damit sind wir auf Level 13. Nice! Hat geklappt. Da bin ich sehr froh.